Christina feiert ihren 18. Geburtstag und sie bastelt dazu Partyhütchen für 26 Gäste. Die Frage ist, wie viel Material braucht sie allein für die Partyhütchen? Und mitgerechnet ist jetzt noch nicht der Verschnitt, den man natürlich hat, wenn man sowas Ganze selber bastelt, sondern wirklich erstmal nur reines Material für die Hütchen erstmal. Wie viel Material wird in die Hütchen sozusagen eingebaut? Wir gucken uns mal so ein Hütchen an und sehen da, der Durchmesser soll 17 cm sein und die Mantellinie, die sich dort bei dem Kegel ergibt, die soll 20 cm sein. Naja, wenn wir wissen wollen, wie viel Material wir verbrauchen, brauchen wir eben die Oberfläche. In diesem Fall, weil unten offen ist, ist das die Mantelfläche, die wir von diesem Kegel brauchen. Ne? Machen wir das erstmal nur von einem Hütchen und das multiplizieren wir dann natürlich mit der 26. Also gucken wir uns das erstmal an. Die Formel für die Mantelfläche eines Kegels ist ja m gleich Pi mal R mal S, der Radius, und halt eben die Mantellinie S. Naja, der Durchmesser ist gegeben, 17 cm. Dann ist auch klar, was der Radius ist. R gleich genau die Hälfte, ne? 8,5 cm. Ja, und dann war es das schon. Dann kommt einfach das Einsetzen. M gleich Pi mal R mal S, M gleich Pi mal 8,5 cm mal 20 cm. So, und wenn wir das ausrechnen, kriegen wir ca. 534 Quadratzentimeter, aber man kann den Taschenrechner auch so einstellen, dass er das exakte Ergebnis liefert und das wären dann 170 Pi. Da das jetzt für uns nur ein Zwischenergebnis ist, ne, darauf lege ich ja immer Wert, sollten wir auch wirklich das Zwischenergebnis exakt lassen. Grundsätzlich gilt ja, wenn wir ein Zwischenergebnis runden und damit weiterrechnen, kriegen wir wiederum nur ein ungefähr richtiges Ergebnis. Wenn wir damit nochmal weiterrechnen, kriegen wir wiederum, immer und immer ist gerundet, immer ist ein kleiner Rundungsfehler quasi dann dadurch mit drin. Deswegen sage ich immer, so lange wie möglich das genaue, das exakte Ergebnis beibehalten, bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir wirklich ein Ergebnis brauchen. Und da das nur unser Zwischenergebnis ist, würde ich es jetzt hier als 170 Pi stehen lassen und damit weiterrechnen. Das wäre jetzt also das Material, das wir für ein Hütchen brauchen. Für uns wissen wir, es sind also ca. 534 Quadratzentimeter. Und jetzt geht es darum, naja, wenn es 26 Partyhütchen sein sollen, wie viel müssen wir dann machen? Dann müssen wir das einfach nur noch für 26-fachen. Ne? Also die Fläche, die wir dann für 26 Partyhütchen brauchen, ist 26 mal das, was wir für einen haben. Das ist nämlich diese 170 mal Pi. Quadratzentimeter. Und dann kommen wir auf 4420 Pi, wenn wir es genau nehmen. Aber jetzt sind wir ja beim Endergebnis. Das können wir dann also tatsächlich schon mal runden. Dann sind wir also bei ca. 13.886 Quadratzentimeter. Kämen dann da gerundet eben raus. Hier an der Stelle kann man ruhig runden. Das war aber, wie gesagt, jetzt das reine Material und noch nicht der ganze Verschnitt mitgerechnet. Jetzt müsste man natürlich noch gucken, wie viel Verschnitt wollen wir noch mit einrechnen. Wenn ich da jetzt losgehen würde, ich würde wahrscheinlich 14.500 kaufen. Vielleicht auch 15.000, so wie ich verschneide. Aber wir haben zumindest jetzt hier schon mal eine Hausnummer, wie viel sie circa braucht. Mathehilfe24. Mit uns kannst du rechnen.